Ich habe hier ein Objekt und wenn ich das anklicke und mit gedrückter Alt-Taste verschiebe, dann gibt es mir ja Kopien von diesem Objekt. Das ist ja kein Problem. Jetzt kann ich ja alle Objekte auswählen und kann die hier verziehen. Das ist auch kein Problem. Ich kann die größer machen, breiter machen, kein Problem. Jetzt, wenn ich aber ein Objekt anwähle und zum Beispiel möchte ich das, dass das jetzt 50 mm breit wird, dann habe ich ein Problem. Ich kann natürlich alle auswählen und irgendwie mit Hilfslinien arbeiten. Jetzt gibt es aber einen Trick. Ein Objekt anwählen, wirklich hier das gewünschte eingeben, dann die restlichen Sachen auswählen, Objekt erneut transformieren, Abfolge einzeln. Und jetzt haben alle, also dieses und auch die anderen, haben den gleichen Wert. Also ich mache das nochmals. Ich nehme irgendein Objekt, 60 lang, wähle dann die anderen Objekte aus, Objekt, erneut transformieren, Abfolge einzeln und alle haben die gleiche Größe. Es ist ein bisschen ein kleiner Umweg, aber ein Trick, den ich öfters so verwende.